Will man ihn wirklich im Katastrophenfall abhängen oder will man nicht lieber straight sterben bei einem atomaren Angriff? Also ich weiß es nicht. Es ist Drehtag und wir sind in der Location, wo wir für Venues die neuen Performances aufzeichnen. Es ist tatsächlich ein Atombunker, kein Scheiß. Und hier sieht es sehr, sehr krass aus. Ich bin super schlecht im Wenigstens programmieren, aber das ist jetzt so richtig Kindergarten eigentlich. Aber guter Kindergarten. Ja, schön, immerhin das. Wir haben einfach 8 Red Hats, das ist so die billigste Lampe, die man mieten kann, angeschlossen an Dimmer. Und diese Dimmer halt von hier aus ferngesteuert mit verschiedenen Chases, also abwechselnden Lauflichtern. Und das hat dann rhythmisch angepasst. Dann hatten wir von vorne irgendwie eine blaue LED-Fläche und noch eine Kinoflow als Frontlicht in verschiedenen Farben. Und haben dann das einfach so lustig kreativ eingesetzt. Und damit Joscha auch sieht, was passiert, schicke ich ihm von meiner C300 mit der Holiland-Funkstrecke ein Bild an den Sumo. Dann hat er die perfekte Übersicht, was ich gerade drehe und kann entsprechend sein Lichtsetup perfekt anpassen. Also es läuft eigentlich ganz gut. Wir prügeln die Musiker hier einen nach dem anderen durch. Und es ist sehr schön, was Joscha hier gezaubert hat. Es sieht alles total toll aus. Die Location hat nur ein... Oh, bisschen hell. Die Location hat nur ein Riesenproblem. Es ist wirklich fucking kalt. Es ist richtig, ja, richtig kalt. Wir haben mal vor ein paar Jahren in so einer Tropfsteinhöhle gedreht, weißt du noch? Das erinnert mich gerade sehr daran, so auch vom Geruch. Ein bisschen modrig alles. Es ist halt Bunkerflair. Wie ist der Hashtag des Tages? Wie? Nochmal? Du hast gerade was anderes gesagt. Ach so. Ja, wir hatten immer das Problem, dass wir halt bei Drum Recordings irgendwie der Drummer einen guten Sound kriegt aufs Ohr zum Mitspielen und wir gleichzeitig auch Sound haben im Raum, damit wir wissen, wo sind wir gerade im Song. Und oft haben wir halt einfach Kabel gelegt zum Schlagzeuger und es sah halt einfach scheiße aus, weil du in der Totalen dann einfach ein Kabel rumliegen hast. Und jetzt haben wir aber einfach mal unsere alten Rode-Funkstrecken ausgepackt und benutzen die jetzt falsch rum. Also als Kopfhörerempfänger. Und ja, es funktioniert mega gut. Wir machen jetzt noch ein paar Gimbal-Shots und da bin ich extrem froh, dass wir die C70 haben, weil die ist klein, leicht und ermöglicht mir, einfach einen kleinen Gimbal zu nutzen, den THG3. Und ja, nicht jetzt irgendwie hier ein Movie aufhauen zu müssen oder sonst irgendwas. Wäre auch völlig übertrieben, weil wir haben jetzt nicht irgendwie die mega crazy fancy Shots geplant. So, es läuft eigentlich ganz gut, behaupte ich mal. Wir warten jetzt auf Costa. Das Wetter ist mittlerweile scheiße geworden, obwohl es vorhin so schön sonnig war. Walle, bist du zufrieden? Mhm. Sieht super geil aus. Dann drehen wir mit Costa noch die Performance-Sachen und dann sind wir tatsächlich fertig für heute. Was auch ganz angenehm ist, weil es am restlichen Wochenende relativ anstrengend wird. Wir sind sehr viel draußen. Robin, ist dir schnell kalt? Kann man so sagen, ja. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass der Mari immer Locations wählt, aufgrund der Eigenschaft, dass sie enorm kalt sind. So wie heute in einem fucking Atomschutzbunker, wo es einfach mal 7 Grad hat. 8. Oh, sorry. Also angefühlt eher wie 7, hätte ich gesagt. Wie zufrieden bist du mit dem Video von Rite of Passage gewesen? Ich lieb's. Ich lieb's total. Ich hab's auch nicht so gefeiert, das zu drehen, stellenweise. Aber ich bin mega happy. Warum? Was war dein Gefühl beim Dreh versus Gefühl am Endprodukt? Ja, der Gefühl beim Dreh war Würgereiz an vielen Stellen. Das Auge ist halt mit und die Scheiße sah widerlich aus wie Sau. Das hat wirklich ganz gut geschmeckt auf jeden Fall. Aber versuch mal so einen Löffel Kotze in deinen Mund zu stecken ohne Würgereiz. Ich meine, das war schon nicht angenehm. Und dann, ja, das so ist halt. Aber das Video ist geil. Aber das Witzige ist, dass Walle sich dann dachte, das war so ekelhaft, dass ich es mir für immer auf meinen Körper pressen will. Hier. Mit Finger. Mit Finger, das finde ich das geilste Detail, ehrlich gesagt. Hey. Der Max, hat der uns die Location empfohlen? Dann Shoutout raus an den Max. Beste Location, hat richtig schöne, düstere Vibes. Gefällt uns richtig gut. Hashtag des Tages? Ich hab, nee.
Das ist schon ein geiler Hashtag. Nee. Ohne Witz, man dreht 5-6 Jahre mit so einer Band und plötzlich sind die richtig abgehoben, erwarten irgendwie, dass jedes Musikvideo so aussieht wie Hollywood. Am Arsch, Alter.